Hallo und herzlich willkommen zu Börse Live. Bei mir ist Thorsten Küfner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Hallo, und wir möchten jetzt über spannende Finanzaktien sprechen. Und da fangen wir doch mal mit der Arealbank an. Sie ist ja momentan auf einem sehr hohen Niveau. Ist das Papier jetzt zu teuer oder lohnt sich da noch der Einstieg? Also unserer Meinung nach ist die noch keinesfalls zu teuer, die Aktie, denn man muss einfach sehen, das KGV für das laufende Jahr beträgt aktuell, ich glaube, 9. Im nächsten Jahr bleiben wir auf einem ähnlichen Niveau. Also das ist wirklich niedrig. Zudem notiert die Aktie noch ganz knapp unter dem Buchwert. Also das ist für eine Aktie wie die Arealbank, die, ja, man kann eigentlich fast nicht sagen spannend, sondern eigentlich fast eher langweilig ist. Sie hat keine großen Skandale gehabt in den vergangenen Jahren. Sie hat eigentlich seit sie auch in der Finanzkrise 2008, 2009 stets schwarze Zahlen geschrieben. Also es ist eigentlich ein richtiger Langweiler im Finanzsektor. Und von daher muss man sagen, es ist wirklich ein sehr attraktiver Wert. Ich meine, hier wird immer wieder geliefert. Der Vorstand hat eigentlich in den vergangenen Jahren stets seine Prognosen erfüllt. Das haben wir zum Beispiel bei Commerzbank, Deutsche Bank ja oftmals gesehen, dass dort die Prognosen brachial verfehlt worden sind. Das hat man bei der Arealbank nicht und von daher gefällt sie uns sehr gut. Ist aktuell eigentlich auch so unser Favorit im deutschen Bankensektor. Und wie gesagt, von der Bewertung her hat man auch jede Menge Luft nach oben. Man muss ja auch sehen, ist ein Immobilienfinanzierer. Als dieser profitiert man natürlich enorm von den anhaltend niedrigen Zinsen. Das spielt extrem in die Karten. Und dann kommt noch etwas hinzu. Ich habe ja betont, der Vorstand hat eigentlich fast jede Prognose eingehalten. Und der Finanzvorstand Merkens hat vor ein paar Monaten schon mal angekündigt, dass man womöglich überschüssiges Kapital an die Aktionäre ausschütten könnte in Form einer Sonderdividende. Und damit rechnet der Markt jetzt schon stark und wir eigentlich auch. Und da rechnen Analysten eigentlich teilweise damit, dass hier bis zu 2 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden können in den kommenden 2 Jahren zusätzlich zur normalen Dividende von knapp 75 Cent. Also da hätten wir schon Renditen von 7-8%. Und wenn man sich das anschaut, dann glauben wir schon, dass hier auch Kurse von über 40 Euro gut denkbar wären. Zuletzt gab es auch Auftrieb von Warburg. Man hat hier das Kursziel auf 38,50 von 38 angehoben, rät auch weiterhin zum Kauf. Also bei der Arealbank stimmt wirklich momentan sehr viel. Und von daher sagen wir, dass die Aktie eigentlich immer noch nicht am Ende der Fahnenstange ist. Dann kommen wir doch mal zur Allianz. Vor kurzem haben wir da einen Rücksetzer gesehen bei ungefähr 138 Euro. Jetzt sind wir bei 137 Euro. Müssen wir uns jetzt auf einen weiteren Rücksetzer einstellen oder bleibt es jetzt auf dem Niveau? Also wir hoffen nicht. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, hier war dann eben der Rücktritt von Bill Gross. Das war der langjährige Chef von der Tochter PIMCO. Das hat man schon gesehen, das hat schon deutliche Spuren im Aktienkurs hinterlassen. Man kann natürlich sagen, okay, er kann nicht noch einmal zurücktreten. Der Vorstand Michael Diekmann wird zwar zurücktreten, das ist allerdings geplant im kommenden Mai. Also von personeller Hinsicht her glauben wir jetzt nicht, dass da irgendeine negative Nachricht kommen würde, die den Kurs wieder derart negativ beeinflussen wird. Es ist natürlich klar, Allianz hat auch mit vielen Problemen zu kämpfen, allen voran eben das anhaltend niedrige Zinsumfeld. Das erschwert es der Allianz natürlich erheblich, ordentliche Renditen zu erwirtschaften. Denn zum einen verwaltet ist die Allianz ja einer der weltgrößten Vermögensverwalter und wenn die Anleihenzinsen eben nachhaltig niedrig bleiben, dann hat man wirklich Probleme, hier noch ordentliche Gewinne zu erwirtschaften. Und dann hinzu kommt eben auch, die Allianz ist ja auch abhängig vom Lebensversicherungsgeschäft. Und auch hier ist es natürlich schwierig. Ich meine, die Garantiezinsen sind permanent gesunken und da haben es Firmen wie die Allianz eben wirklich schwer, noch Leute in ihre Lebensversicherung zu locken. Und das bereitet ihr sicherlich Probleme. Allerdings muss man sagen, die Allianz hat auch in den vergangenen Jahren stets bewiesen, dass man in der Lage ist, auch in einem sehr schwierigen Marktumfeld solide, hohe Gewinne zu erwirtschaften. Und wir gehen davon aus, dass sie es weitermachen wird. Die 9-Monatszahlen waren ja auch stark. Was uns vor allem gefallen hat bei 9-Monatszahlen war auch, dass man eben angekündigt hat, die Dividendenpolitik etwas zu ändern. Man wird nun nicht mehr 40% des Gewinns ausschütten, sondern 50%. Und außerdem will man es ähnlich machen wie die Munich Re, den DAX-Rivalen. Die Munich Re hat ja seit 1969 nicht mehr die Dividende gekürzt und dahin will die Allianz auch kommen. Man hat erklärt, man hat eigentlich noch überschüssiges Kapital vorhanden. Das hat man damals in Sorge vor strengen Regulierungen gebildet und das brauchen wir wohl doch nicht zur Gänze. Und nun kann es eben sein, dass man sagt, mit diesem überschüssigen Kapital können wir auch dann in Jahren, in denen wir operativ vielleicht doch etwas schlechter wirtschaften, dann trotzdem die Dividende des Vorjahres aufrechterhalten und müssen so keine Dividenden-Senkung mehr durchführen. Experten gehen eigentlich davon aus, dass im kommenden Jahr mehr als 6 Euro pro Aktie gezahlt werden. Und wenn man eben dann der Allianz glauben kann, und ich glaube, man kann ja durchaus daran, denn in den vergangenen Jahren hat sie auch immer nie Sachen versprochen, die man nicht einhalten konnte, dann kann man diese 6,25 Euro, 6,50 Euro, je nachdem, dann wohl auch als Mindestdividende für die kommenden Jahre sehen. Vielleicht kommen sogar noch einige Cent oder einige Euro drauf. Also
wenn man sich anschaut, wir haben sehr niedrige Zinsen und dann hat man einen DAX-Wert, der konstant Gewinne erwirtschaftet, der eine Dividendenrendite von knapp 5% bietet, dann kann man hier schon zugreifen. Zumal es ja, wie gesagt, vom Chart auch sehr gut ausschauen würde, wenn wir jetzt das bisherige Mehrjahreshoch bei so 139 Euro rausnehmen würden. Und wie gesagt, die Bewertung gibt auch noch einiges her. KGV von 9 und ein Kursbuchwertverhältnis von knapp 1. Das ist wirklich für einen Wert von dieser Qualität wie der Allianz wirklich noch recht gering. Hier haben wir jetzt nochmal den Dreijahreschart von der Allianz. Das sieht ja auch sehr schön aus, die Bewegung. Ging steil bergauf. Was überzeugt da die Anleger? Ja, im Endeffekt ist es einfach die Solidität der Allianz. Man hat diverse Marktlagen, die wirklich nicht einfach waren für Versicherer, eigentlich mit Bravour gemeistert, hat immer wieder Milliardengewinne erzielen können. Und ja, man muss natürlich auch sehen, in den vergangenen Monaten hat sich der DAX natürlich auch ähnlich entwickelt. Also die Allianz ist jetzt da keiner, der jetzt alleine hervorsticht aus dem DAX. Aber wie gesagt, wir glauben, dass die Allianz durchaus das Zeug dazu hat, im kommenden Jahr auch den besser abzuschneiden als der Großteil der anderen DAX-Aktien. Schauen wir uns mal ein anderes Unternehmen an, und zwar die Raiffeisenbank International. Da ging es ja eher abwärts in diesem Jahr. Ist das jetzt eine Aktie für einen günstigen Einstieg? Was denken Sie? Ja, also es ist auf jeden Fall eine niedrig bewertete Aktie. Kürzlich hatte der Finanzvorstand dieser österreichischen Bank auch selbst erklärt, er hält die Bewertung für absurd. Er hat darauf angespielt, dass man zu knapp 50% unter dem inneren Wert, unter dem Buchwert notiert. Das sollte ja eigentlich bei profitablen Unternehmen nicht der Fall sein. Die Raiffeisenbank International war eigentlich immer profitabel, bis auf dieses Jahr. Jetzt wird man das erste Mal in der Firmengeschichte einen Verlust ausweisen müssen, wird auch deswegen die Dividende streichen. Der Grund ist einfach, man ist sehr stark in Osteuropa engagiert und eben auch in der Ukraine, in Russland und in Ungarn. Und gerade in diesen drei Ländern läuft es natürlich aktuell nicht besonders rund. Man muss die ungarische Tochter auch unterstützen. Hier hat man auch erheblichen Gegenwind von der Politik, die jetzt nicht gerade bankenfreundlich und nicht allgemein nicht gerade wirtschaftsfreundlich agiert. Das belastet sich schon sehr stark. Man geht aber davon aus, dass alles im Endeffekt, dass man alles im Griff hat. Auch in Russland läuft es noch relativ gut, wobei natürlich der Verfall des Rubels hier negative Spuren in der Bilanz hinterlässt. Aber an sich ist eigentlich der Finanzvorstand, Herr Grüll, der eben erklärt hatte, man findet die Bewertung eher absurd, ist eigentlich ganz zuversichtlich, dass man im kommenden Jahr wieder hohe Gewinne einfahren wird. Man rechnet so mit einem Gewinn im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Also dann hätte man ein KGV, was deutlich einstellig wäre. Und wie gesagt, Kursbuchwertverhältnis 0,5, das ist im europäischen Bankensektor schon wirklich sehr, sehr niedrig. Also die RBI ist jetzt anders als zum Beispiel Areal und die Allianz jetzt nichts für Leute, die sagen, okay, wir wollen hier vor allem Sicherheit. Die RBI ist so einer der heißesten Zocks aktuell im Bankensektor in Europa, aber bietet natürlich auch die meisten Chancen. Wie gesagt, wir haben es gehabt. Allianz, Areal recht günstig bewertet, knapp auf Buchwert. Hier haben wir 50% unter Buchwert. Also hier ist natürlich das Aufwärtspotenzial schon deutlich vorhanden. Allerdings muss man natürlich auch abwarten. Ich meine, wir arbeiten hier vielleicht einen Boden aus, aber kann ja auch gut sein, wenn hier einige negative Nachrichten noch kommen, dass wir hier nach unten durchbrechen und dann würde es sich vom Chartbild natürlich wieder deutlich eintrüben. Also wie gesagt, hier haben wir RBI, also nur für Mutige. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz auf den Dreijahreschart von der Bank, wie es da aussieht. Da sieht es ja doch zeitweise, ansatzweise besser aus. Okay, also wirklich eher was für Zocker, das Papier. Okay, Zocker ist jetzt zu weit. Aber wie gesagt, man braucht schon starke Nerven, um hier zuzugreifen. Denn wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wir wissen allgemein nicht, wann sich die Situation in Ungarn, Ukraine, Russland wirklich deutlich bessern wird. In den anderen Ländern, wo man aktiv ist, Polen, am Balkan und so weiter. Dort läuft es eigentlich überall relativ rund, auch in Österreich selber auf dem Heimatmarkt. Aber wie gesagt, in diesen drei Ländern hat man eben noch das eine oder andere Problem. Und solange die nicht gelöst sind oder komplett eingepreist sind, werden wir hier wahrscheinlich noch keine so allzu hohen Kurse sehen. Aber wie gesagt, grundsätzlich glauben wir schon, dass die Aktie auf jeden Fall Potenzial hat, wieder über 20 Euro zu steigen. Auch wenn man sich die Analystenschätzung anschaut, da ist eigentlich kein Analyst das durchschnittliche Kurs liegt hier, glaube ich, aber deutlich über 20 Euro. Also hier wäre auf jeden Fall eine Chance nach oben. Kommen wir noch schnell zur letzten Aktie, zur Bank of America. Kaufempfehlung, was würden Sie da sagen, ja oder nein? Ja, schon, denn ich meine, uns gefällt allgemein die Verfassung der US-Wirtschaft. Wir haben ja, glaube ich, wieder im letzten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 3% gehabt. Die Arbeitslosenzahlen sinken, also es schaut schon wirklich gut aus in den USA. Und die Bank of America als Bank, die sich eigentlich fast ausschließlich auf den US-Heimatmarkt konzentriert, profitiert natürlich enorm. Man muss natürlich auch sagen, da die Bank ja in US-Dollar notiert, ist es für uns im Euro-Raum natürlich sehr, sehr gut, wenn dann eben der Dollar weiter aufwertet im Vergleich zum Euro. Da macht man selbst bei einem Seitwärtstrend dann eigentlich noch Gewinne. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo man sich als
was man sich als Anleger wirklich vor Augen halten sollte. Man sollte auf jeden Fall nicht nur Euro-Aktien im Depot haben, sondern auch sicherlich US-Dollar-Werte oder vielleicht auch in der asiatischen Währung. Und wie gesagt, uns gefällt die Bank of America in dem Sektor wirklich sehr gut. Herr Küffner, vielen Dank für die Einschätzung. Schön, dass Sie da waren. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.